die Akademie, die gibt es jetzt seit 8 Jahren. Und da ich so viel in der ganzen Welt unterwegs war, habe ich gedacht, es wäre doch eigentlich viel schöner, die Leute aus verschiedenen Ländern einzuladen und dann eben auch schon Studenten. Und so ist es entstanden. So from the beginning, Sarah chooses the people, the ones that she thinks would fit together. She chooses different students. She tries to find the pieces that would work with the groups. I feel that she's very sensitive about that. She knows how to put the groups together. It's really, really beautiful atmosphere that is created. Ja, es ist eine total schöne Atmosphäre hier, also dass das so familiär ist, dass wir die ganze Zeit hier in dem Haus und im Drillings eben sein können und irgendwie in jedem Zimmer üben können und die, also auch einfach, dass der Wohnraum so offen ist und man irgendwie immer beieinander ist und zusammen irgendwie in der Küche ist und isst und kocht und ja, das ist irgendwie eine ganz schöne Atmosphäre. Ich finde es schon wirklich auch einen faszinierenden Prozess, wie dann manche Gruppen so schnell zusammenwachsen. Oder dass das dann eben auch, haben sich auch schon welche hier verliebt und geheiratet. Ich finde, dass man irgendwie sich so unglaublich nahe kommt durch die Musik. Und dass gerade bei der Kammermusik einfach man so miteinander verwoben ist und dann ist irgendwie eine gemeinsame Sache kreiert. Und das finde ich einfach total schön, weil der Kontakt einfach so nah ist zur Musik und zu den anderen Leuten. Musik ist immer wichtig für einen als ein Musiker. Man kann nicht nur Solo spielen. Kammermusik ist Basis.